Ich begrüße Sie zum fünften Teil der Einführung in das Studium der Rechtswissenschaften. Wir hatten in der vergangenen Vorlesungseinheit uns begonnen, mit Methodik zu beschäftigen, insbesondere mit der Wortlautauslegung und den mit ihr verbundenen Problemen. Als nächstes wird es in dieser Einheit um zwei weitere Auslegungsmethoden gehen, nämlich um die Auslegung nach der Gesetzgebungsgeschichte, also die historische Auslegung und die systematische Auslegung nach der Gesetzessystematik. Als zweites Auslegungskriterium beschäftigen wir uns jetzt mit der sogenannten historischen Auslegung. Vertreter der subjektiven Theorie der Gesetzesauslegung müssen naturgemäß aufgrund ihres Ausgangspunktes die Entstehungsgeschichte einer Norm berücksichtigen, um zu erkennen, was der Gesetzgeber wollte. Das geschieht in erster Linie mit Hilfe der Gesetzgebungsmaterialien, mit Hilfe also der Ausschussprotokolle, der Begründung zu Gesetzentwürfen und so weiter. Hinzu kommen aber auch beispielsweise Vorgängerregelungen oder Diskussionen im vorparlamentarischen Raum, wenn diese Aufschluss über die Regelungsziele des Gesetzgebers geben können. Für das BGB ist für viele Vorschriften die Entstehungsgeschichte im historisch-kritischen Kommentar zum BGB, abgekürzt HKK, aufgearbeitet. Ein Kommentar, der in Haus- und Seminararbeiten für die historische Auslegung durchaus hilfreich ist. Auch die Vertreter der objektiven Theorie der Gesetzesauslegung erkennen die Bedeutung der Entstehungsgeschichte als Auslegungskriterium durchaus an. Sie fühlen sich aber nicht an den Willen des Gesetzgebers gebunden. Diesen Widerspruch zwischen subjektiver und objektiver Auslegung werden wir immer wieder in der Methodenlehre sehen. Subjektivisten gehen von einer Bindung an die Absicht oder Motive des Gesetzgebers aus, also von einem denkenden Gehorsam, nicht dagegen von einer Bindung an die Buchstaben des Gesetzes. Der Richter als Befehlsempfänger soll die Absichten und Motive des Gesetzgebers als Befehlsgeber erforschen und bestmöglich umsetzen. Damit stellt sich für Subjektivisten die Frage, wie die Absichten des Gesetzgebers bestmöglich im Rahmen des konkreten Sachverhalts umgesetzt werden können. Auch dann, wenn dieser Sachverhalt nicht mehr dem entspricht, was sich der Gesetzgeber einmal als Anwendungsbereich der Norm vorgestellt hatte. Viele, nicht alle Objektivisten nehmen demgegenüber jedenfalls im Ausgangspunkt eine Bindung an den Wortlaut an. Sie fordern strikten Gehorsam oder Buchstabengehorsam. Auf Absichten oder Motive des Gesetzgebers kommt es ihnen, jedenfalls bei einem Widerspruch zwischen dem Wortlaut und dem gesetzgeberischen Ziel, allenfalls im Wege einer von ihnen sogenannten Rechtsfortbildung an. Also auch der Rechtsfortbildungsbegriff ist zwischen Vertretern der subjektiven Gesetzesauslegung und Vertretern der objektiven Gesetzesauslegung umstritten. Wenn man mit der subjektiven Auslegung einen denkenden Gehorsam des Richters fordert, dann folgt daraus, dass der Richter nicht bloß ein Subsumptionsautomat ist, also ein Automat, in den Tatbestand der Rechtsnorm aufgenommen werden und aus dem dann ohne jede Eigenwertung des Richters das Urteil herausspringt, sondern er ist vielmehr selbst ein Schöpfer anzuwendender Normen, ein Gehilfe des Gesetzgebers, wenn auch ein Untergeordneter, so wiederum Heck im Jahr 1914. Was hilft Ihnen die historische Auslegung? In einer Hausarbeit sehr viel. Da können Sie zeigen, dass Sie sich mit der Gesetzgebungsgeschichte befasst haben. Und wenn dann historische Argumente eine Rolle spielen, wird das gern gesehen vom Korrektor, wenn Sie das tatsächlich sauber herleiten. In einer Klausur sieht das ganz anders aus. In einer Klausur hilft Ihnen die historische Auslegung in aller Regel nicht weiter, weil Sie selten Kenntnisse über die Entstehungsgeschichte einer Norm im Detail haben werden und diese Kenntnisse auch normalerweise vom Prüfer nicht verlangt werden. Das kann schon mal anders sein, wenn in der zugehörigen Vorlesung die Entstehungsgeschichte einer Vorschrift ausführlich besprochen worden ist oder wenn Abzüge aus dem Gesetzgebungsmaterial mit dem Aufgabentext abgedruckt werden. Regelfall ist aber, dass eine historische Auslegung, die bestimmte Vorkenntnisse fordert, normalerweise nicht verlangt wird. Für Haus- und Seminararbeiten dagegen wird sehr wohl verlangt, dass auch die Erkenntnisse aus der Entstehungsgeschichte einer Vorschrift bei der Auslegung der Vorschrift heranzuziehen sind. Ja, was ist nun historische Auslegung? Man kann die historische Auslegung auf drei verschiedene Arten verstehen. Es können drei verschiedene Aspekte gemeint sein. Einerseits kann es um die Genese im engeren Sinne gehen, also um die Erzeugung der auszulegenden Norm, um die Gesetzgebungsgeschichte. Daneben kommt aber auch die Herkunft im weiteren Sinne, also die Vorgeschichte der Norm in Betracht. Was ist passiert, bis diese Norm zum Gesetz wurde? Und es kann um den historisch-gesellschaftlichen Kontext einer Norm im Zeitpunkt ihres Erlasses gehen. Zunächst zur Genese im engeren Sinne.
Quellen für diese Genese im engeren Sinne, für die Gesetzgebungsgeschichte, sind unter anderem der Referentenentwurf eines Ministeriums, die Regierungsbegründung oder amtliche Begründung eines Gesetzes oder eines Gesetzentwurfs, die Berichte des Berichterstatters im Bundestag, die Stellungnahme des Bundesrats, die Gegenäußerung der Bundesregierung und nicht zuletzt auch noch die Protokolle der Sitzungen von Bundestag, Bundesrat und Ausschüssen, insbesondere wichtig häufig der Rechtsausschuss und der Vermittlungsausschuss. Daneben kommen als Quellen auch Meinungsäußerungen einzelner Abgeordneter in Betracht, wobei je singulärer eine Meinung geäußert wird, desto mehr Begründungsaufwand besteht, um klarzustellen, dass diese Meinung sich trotzdem im Gesetzgebungsverfahren durchgesetzt hat. Die Funktion der Gesetzgebungsmaterialien ist unterschiedlich. Vor Erlass eines Gesetzes sind die Gesetzgebungsmaterialien, ist die Begründung des Gesetzentwurfs in erster Linie ein Marketinginstrument, mit dem die Regierung oder wer immer den Gesetzentwurf eingebracht hat, die Herbeiführung der Zustimmung der Abgeordneten anstrebt und idealerweise auch die Öffentlichkeit im ganzen Gesetzgebungsprojekt gewogen machen will. Daneben haben die Gesetzgebungsmaterialien im Vorerlass des Gesetzes das Ziel, die Abgeordneten zu unterrichten. Nach Erlass des Gesetzes können Gesetzgebungsmaterialien eine Auslegungshilfe für den Rechtsanwender bilden. Idealvorstellung ist die Ergänzung eines schlanken, präzisen Gesetzes durch eine umfassende amtliche Begründung, in der dann der Rechtsanwender näher nachlesen kann. Außerdem führt die Gesetzesbegründung oder führen die Gesetzesmaterialien im Anschluss an den Erlass des Gesetzes üblicherweise eine Art Meinungsführerschaft des Auslegungsstreits herbei. Das, was in den Materialien zu einem Gesetz schon zu seinem Inhalt publiziert ist, das kann sich im Rahmen der Auslegung sehr häufig praktisch durchsetzen. Daneben kann es bei der Gesetzgebungsgeschichte aber auch um die Herkunft im weiteren Sinne gehen, also um die Vorgeschichte der Norm. Quellen dafür sind die Vorgängervorschriften, die zu dem Regelungsbereich existiert haben, außerdem die Gesetzgebungsmaterialien zu Vorgängervorschriften, zur Rechtsprechung und sowie Rechtsprechung und Literatur zur früheren Rechtslage. Ein Beispiel dafür ist die Entscheidung des BGH in der Neuen Juristischen Wochenschrift 2009, Seite 1091, eine strafrechtliche Entscheidung, bei der es um das Erschleichen von Leistungen im Sinne des § 265a Strafgesetzbuch geht. In § 265a Strafgesetzbuch heißt es, wer die Beförderung durch ein Verkehrsmittel in der Absicht erschleicht, das Entgelt nicht zu entrichten, wird bestraft. Das Problem, mit dem sich der BGH auseinanderzusetzen hatte, war die Frage, ob ein Erschleichen auch dann vorliegt, wenn beispielsweise in einer U-Bahn oder Straßenbahn ohne Einstiegskontrollen keinerlei Kontrollen umgangen werden. Könnte auf die Idee kommen, dass ein Erschleichen eine Umgehung der Kontrollen voraussetzt. Der BGH hat dazu Folgendes entschieden: Die im Jahr 1935 eingeführte Vorschrift des § 265a Strafgesetzbuch entsprach fast wörtlich dem § 347 Strafgesetzbuch des Entwurfs eines allgemeinen deutschen Strafgesetzbuchs von 1927, in dessen Begründung es unter anderem heißt, so fällt auch der Fahrgast einer Straßenbahn unter die Strafdrohung, der sich entgegen einer bestehenden Verpflichtung nicht um die Erlangung eines Fahrscheins kümmert. Die Genese einer Vorschrift im engeren Sinne und ihre Herkunft im weiteren Sinne können auch zusammenfallen. Dazu ein Beispiel, § 448 der Zivilprozessordnung. Da heißt es zur Vernehmung der Prozesspartei, auch ohne Antrag einer Partei und ohne Rücksicht auf die Beweislast kann das Gericht, wenn das Ergebnis der Verhandlung und einer etwaigen Beweisaufnahme nicht ausreicht, um seine Überzeugung von der Wahrheit oder Unwahrheit einer zu erweisenden Tatsache zu begründen, die Vernehmung einer Partei oder beider Parteien über die Tatsache anordnen. Nach herrschender Meinung setzt diese Parteivernehmung nach § 448 ZPO eine sogenannte Anfangswahrscheinlichkeit für die Behauptung der Partei voraus. Es muss also schon vorab, bevor die Partei vernommen wurde, eine gewisse Wahrscheinlichkeit dafür sprechen, dass sie die Wahrheit sagt. Grund dafür ist nach der Gesetzesbegründung aus dem Jahr 1931, dass für das Gericht die Möglichkeit besteht, unter denselben Voraussetzungen, unter denen heute, also im Jahr 1931, der richterliche Eid zulässig ist, von Amts wegen ohne Rücksicht auf die Beweislast die Vernehmung einer Partei oder beider anzuordnen. Mit anderen Worten,
Es ging hier um die Fälle, in denen das alte Eidesrecht seine Anwendung fand. Und die Materialien zum alten Eidesrecht, also die Herkunft im weiteren Sinne der Parteivornehmung im heutigen Sinne, sind relevant für die Genese im engeren Sinne des heutigen Paragraphen 448 ZPO. Dann noch zum historisch-gesellschaftlichen Kontext. Maßgebend sind immer die gesellschaftlichen Interessen, Konfliktsituationen und Zielvorstellungen, die zu der Normsetzung geführt haben, also die sogenannten kausalen Interessenfaktoren mit dem Wort, mit der Formulierung von Philipp Heck. Allerdings sind nicht sämtliche Interessen maßgebend, sondern nur diejenigen, die sich am Ende durchgesetzt haben, also die Bewertung der verschiedenen Interessen durch den Gesetzgeber. Diese Interessenjurisprudenz ist weiterentwickelt worden, mittlerweile zur sogenannten Wertungsjurisprudenz. Ob das wirklich ein Schritt nach vorne war, darüber kann man mit Fug und Recht streiten. Aber das ist Thema der Vorlesung zur Rechtsphilosophie und zur Rechtstheorie. Uns dagegen soll es hier in einem kurzen Rundumschlag um die Methodenlehre, um die Technik der Gesetzesauslegung und Anwendung gehen. Welche Bedeutung hat nun die historische Auslegung? Erstens, jedenfalls aus Sicht der subjektiven Auslegungslehre, nur mit Hilfe der historischen Auslegung kann die Gesetzesbindung effektiv gewährleistet werden. Andere Auffassung, die Theorie der objektiven Gesetzesauslegung, die besagt, dass die Bindung nicht an den Willen des historischen Gesetzgebers eintritt, sondern jedenfalls im Grundsatz nur an den Wortlaut des Gesetzes. Und zweitens, die historische Auslegung trägt entscheidend zur Methodenehrlichkeit bei. Sie führt dem Rechtsanwender nämlich vor Augen, ob er noch den Willen des Gesetzgebers verwirklicht und oder ob er das Recht schon fortentwickelt. Sie zwingt ihn besonders dazu, dann, wenn es um eine Fortentwicklung des Rechts geht, das auch tatsächlich zu begründen. Fassen wir das mit den Worten des BGH aus dem 46. Band zusammen. Trotz mancher gegenteilig klingender Sätze hat die höchstrichterliche Rechtsprechung denn auch in der Tat die Entstehungsgeschichte immer wieder dann maßgeblich herangezogen, wenn aus ihr Wesentliches für die Auslegung einer Gesetzesvorschrift zu entnehmen war. Beispiele dafür finden sich in großer Zahl gerade in den neueren Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts, aber seit jeher auch in den Entscheidungen der Zivilsenate und der Strafsenate des BGH. Dabei ist wiederholt darauf hingewiesen worden, dass die Gesetzesmaterialien oft einen wertvollen Anhaltspunkt, ja geradezu einen Beweis dafür erbringen, worin der Rechtfertigungsgrund für eine Vorschrift liegt, welchen Zweck man mit ihr verfolgt hat und welche Zweckvorstellungen auch heute noch die Auslegung bestimmen müssen und damit schließlich, auf welche Fallgestaltung das Gesetz anwendbar sein soll. Ein Problem, das sich mit der historischen Auslegung verbindet, ist die Frage, was passiert, wenn der Gesetzgeber nichts zu einer bestimmten Frage sagt oder zu einer bestimmten Frage komplett schweigt. Gilt das Schweigen des Gesetzgebers dann sozusagen als Verwerfungsargument? Rechtfertigt das Schweigen des Gesetzgebers im Gesetz oder in den Gesetzgebungsmaterialien einen Umkehrschluss, wonach ein bestimmter Sachverhalt gerade nicht nach dem betreffenden Gesetz beurteilt werden soll? Kleines Beispiel dazu. Kann ein Arbeitgeber ein Ausbildungsverhältnis in elektronischer Form kündigen, mit qualifizierter elektronischer Signatur im Sinne des Paragraphen 126a BGB? Dazu sagt uns Paragraph 623 so direkt nichts. Da heißt es, die Beendigung des Arbeitsverhältnisses durch Kündigung oder Aufhebungsvertrag bedürfen, sollte wohl Bedarf heißen, zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform. Die elektronische Form ist ausgeschlossen. Mit anderen Worten, nach 623 kann bei Arbeitsverhältnissen nicht durch elektronische Form mit qualifizierter elektronischer Signatur gekündigt werden. Paragraph 22 Berufsbildungsgesetz sagt, die Kündigung muss schriftlich und unter Angabe der Kündigungsgründe erfolgen. Auch hier ist die Schriftform genannt. 126 Absatz 3 sagt dann aber, die schriftliche Form kann durch die elektronische Form ersetzt werden, wenn sich nicht aus dem Gesetz ein anderes ergibt. Das heißt, nach Paragraph 126 Absatz 3 BGB ist die elektronische Form zulässig, wenn sie nicht im Gesetz ausdrücklich ausgeschlossen wird. Und der Wortlaut von Paragraph 22 des Berufsbildungsgesetzes enthält keinen derartigen Ausschluss. Der Gesetzgeber hat die Abweichung des Paragraphen 22 Bundesbildungsgesetz gegenüber Paragraph 623 BGB nicht begründet. Die Entstehungsgeschichte gibt auch keine näheren Hinweise. Wie sieht es mit der Systematik aus? Andere Spezialgebiete, Gesetze enthalten einen Ausschluss, beispielsweise § 62 Absatz 1 Satz 2 Seemannsgesetz für das Heuerverhältnis.
Auch das Berufsbildungsgesetz selbst kennt für andere Fälle einen Ausschluss der elektronischen Form, zum Beispiel in § 16 Absatz 1 Satz 2 Bundesbildungsgesetz für das schriftliche Zeugnis. Das führt zum Ergebnis, dass die elektronische Form wohl als zulässig anzusehen ist. Das Schweigen des Gesetzgebers bei Erlass des § 623 BGB zu seiner Anwendbarkeit auf das Berufsbildungsgesetz rechtfertigt nicht den Schluss, dass die Regelung nicht auf das Berufsbildungsgesetz anwendbar ist. Allerdings lässt allein das Schweigen des Gesetzgebers und des Gesetzes nicht immer den sicheren Schluss zu, dass es sich um ein sogenanntes beredtes Schweigen handelt, dass also der nicht erwähnte Fall demnach auch nicht von der Norm umfasst sein soll. Es kann sich nämlich umgekehrt auch um eine planwidrige, gerade nicht beabsichtigte Regelungslücke handeln. Dann kommt statt dem Argumentum silentio, also dem Argument aus dem Schweigen des Gesetzes gegen ein Übertragen auf den nicht erwähnten Fall, beziehungsweise neben dem Umkehrschluss, dem Argumentum e contrario, auch eine Analogie zu einer Vorschrift in Betracht, bei der der Gesetzgeber den Fall erwähnt hat. Entscheidend ist daher, Argumente dafür zu finden, dass der Gesetzgeber den in Rede stehenden Fall erfasst wissen wollte oder umgekehrt nicht erfasst wissen wollte. In manchen Fällen ist die Entscheidung nicht eindeutig zu treffen, sodass manchmal sowohl ein Argumentum e silentio, also ein Argument aus dem Schweigen des Gesetzgebers, als auch ein Analogieschluss im Rahmen des Vertretbaren liegt, was beides ganz unterschiedliche Lösungen und Folgen haben kann. Ein Beispiel zum Verhältnis von Umkehrschluss und Analogie. Es ist umstritten, ob Vereine einen mehrfachen Sitz haben können oder ob mehrere Sitze nur als Wohnsitze einer natürlichen Person gestattet sind, wie es § 7 Absatz 2 BGB vorsieht. § 7 BGB sagt, der Wohnsitz kann gleichzeitig an mehreren Orten bestehen. Bejahen könnte man die Zulässigkeit mehrerer Sitze durch eine analoge Anwendung von § 7 Absatz 2 BGB auf Vereine. Schauen wir da mal rein, § 7 Absatz 2 BGB. Dort heißt es, der Wohnsitz kann gleichzeitig an mehreren Orten bestehen. Und das könnte man als Hinweis darauf ansehen, dass auch bei Vereinen mehrfache Sitze bestehen können. Umgekehrt könnte man gerade e contrario aus der bloßen Erwähnung von Wohnsitzen in § 7 Absatz 2 BGB gegen die Zulässigkeit mehrerer juristischer Sitze, juristischer Personen argumentieren. Aus dem Satz natürliche Personen können mehrere Wohnsitze haben, lässt sich nur dann auf nicht natürliche Personen können nicht mehrere Wohnsitze haben schließen, wenn man schon in den Ausgangssatz hineinliest, nur natürliche Personen können. Die Entscheidung fällt also sachlich schon vor dem Schlussverfahren, nämlich schon bei der Bildung der Prämisse, unter die jetzt zu subsumieren ist. In Fällen, in denen das Gesetz zur Anwendung einer Vorschrift auf einen bestimmten Fall schweigt, besteht nicht zwingend allein nur die Alternative zwischen dem Umkehrschluss und dem Analogieschluss. Wenn ein Analogieschluss mangels Ähnlichkeit des geregelten Falls mit dem nicht geregelten Fall abgelehnt wird, dann heißt das noch nicht, dass damit e contrario geschlossen werden könnte oder gar müsse. Es können nämlich auch beide Schlussformen unanwendbar sein, beispielsweise im Wege richterlicher Rechtsfortbildung ein dritter Weg gefunden werden. Damit sind wir mit dem ersten Teil dieser Methodeneinheit durch. Wir werden eine weitere Einheit zur juristischen Methodenlehre noch einlegen und uns dann insbesondere mit den weiteren Auslegungskriterien, also der systematischen Auslegung und der sogenannten teleologischen Auslegung beschäftigen. Wir werden noch auf verschiedene andere Fragen von Rechtstheorie und juristischer Methodenlehre zumindest in Kurzform mal grob eingehen. Wenn man sich mit systematischer Auslegung befasst, dann muss man sich natürlich erstmal die Frage stellen, was ist überhaupt ein System? Mit den Worten von Canaris sind Ordnung und Einheit die prägende Merkmale eines ganz allgemeinen Systembegriffs. Ein System zeichnet sich also durch eine bestimmte Ordnung und eine Einheitlichkeit, eine Einheit aus. Die Ordnung wird verstanden als eine rational erfassbare, innere, also von der Sache her begründete Folgerichtigkeit. Die Einheit dagegen als Rückführung der Ordnung auf einige wenige tragende Grundprinzipien. Überträgt man diesen allgemeinen Begriff des Systems auf die Rechtsordnung, dann könnte man sagen, das System der Rechtsordnung
setzt wertungsmäßige Folgerichtigkeit und innere Einheit der Rechtsordnung voraus. Rechtssystem ist also als axiologische oder vielleicht verständlicher teleologische Ordnung allgemeiner Rechtsprinzipien zu verstehen. Axiologie ist die Lehre von den Werten. Man kann also zwei verschiedene Gedanken aus diesem Systembegriff ableiten. Einerseits den Gedanken, dass die Rechtsordnung widerspruchsfrei sein soll. Es ist davon auszugehen, dass die Rechtsordnung als in sich widerspruchsfrei konzipiert ist, wobei man sich darüber im Klaren sein muss, dass das in Einzelfällen durchaus ein Wunschdenken sein kann und nur ein zu erreichendes Ziel, aber längst nicht immer bis in jedes Detail dem entspricht, was der Gesetzgeber tatsächlich geregelt hat. Außerdem ist der zweite wesentliche Gedanke die Rückführbarkeit der einzelnen Wertungen und Normen auf einige wenige tragende Grundprinzipien. Dass die Rechtsordnung widerspruchsfrei ist oder zumindest widerspruchsfrei sein soll, gehört spätestens seit Friedrich Karl von Savigny zum festen Repertoire juristischer Überzeugungen. Savigny hat 1840 in seinem Werk Das System des heutigen römischen Rechts Folgendes geschrieben: Denn überall ist es die Herstellung der Einheit, was wir suchen. Der negativen durch Entfernung von Widersprüchen, der positiven durch die Ausfüllung von Lücken. Ganz grundlegend schreibt Karl Englisch, als Postulat fungiert das Einheitsprinzip dort, wo die Einheit zunächst vermisst und erst in der juristischen Arbeit hergestellt wird. Die vermeintliche Rückführbarkeit des Rechtssystems auf wenige oberste Prinzipien stößt verbreitet auf Kritik. So werden in der Regel verschiedene Rechtsgebiete von verschiedenen, teilweise gegenläufigen Prinzipien beherrscht, manchmal sogar dieselben Rechtsgebiete von gegenläufigen Prinzipien beherrscht, die sich nicht ohne weiteres auf ein gemeinsames Oberprinzip zurückführen lassen. Außerdem werden mit jeder aufsteigenden Ebene die Begriffe und Prinzipien notwendigerweise abstrakter, bis am Ende eine inhaltsarme und manipulationsanfällige Lehrformel steht, beispielsweise wenn dann nur noch von der Rechtsidee die Rede ist, gegen die irgendetwas verstoße oder mit der irgendetwas vereinbar sei. Ein mit dem Systembegriff verbundenes Problem ist die Frage, woher die Prinzipien, auf die die einzelnen Normen zurückführbar sein sollen, stammen und weshalb diese Prinzipien verbindlich sein sollten. Im Prinzip gibt es zwei wesentliche Möglichkeiten. Zum einen könnte man Prinzipien induktiv herleiten. Man könnte sagen, naja, das Prinzip lässt sich unmittelbar oder zumindest mittelbar aus dem Gesetz gewinnen. Ein Beispiel dafür wäre der Satz oder das Prinzip Pacta sunt servanda, Verträge müssen erfüllt werden, das man verstehen kann als einen Rückschluss aus den verschiedenen Vorschriften über Willensmängel und über Leistungsstörungen. All diese Vorschriften zeigen nämlich in ihrer Gesamtschau, naja, der Regelfall ist, dass Verträge zu erfüllen sind. Ansonsten gäbe es keinen Grund, bestimmte Ausnahmen, in denen dann ausnahmsweise eben doch nicht zu erfüllen ist, gesondert zu regeln. Ein anderes Beispiel wäre der Grundsatz der Formfreiheit. Den kann man als Umkehrschluss aus der Regel des § 125 Satz 1 BGB ziehen, demzufolge, dass das Rechtsgeschäft, was einer vorgeschriebenen Form ermangelt, nichtig ist. Daneben kommt als zweite Möglichkeit, wie man Prinzipien herleiten kann, ein deduktives Vorgehen in Betracht. Das Prinzip kann dann beispielsweise aus der Rechtsidee, aus der Gerechtigkeit oder aus der Natur der Sache hergeleitet werden, wobei diese Formeln zumindest problematisch sind. Besonders vielsagend ist eine Aussage oder eine Formel wie Natur der Sache natürlich nicht. Die Forderung, Gleichartiges gleich zu behandeln und ohne Ansicht der Person zu urteilen, könnte man, wenn man diese deduktive Möglichkeit der Herleitung verfolgt, als einen Rechtsgedanken von überzeitlicher Geltung auffassen, so schreibt es Lahrens im Jahr 1975. Allerdings schreibt derselbe Lahrens 40 Jahre früher unter nationalsozialistischer Herrschaft Folgendes: Er hat vorgeschlagen, § 1 BGB neu zu fassen und dort reinzuschreiben, Rechtsgenosse ist nur, wer Volksgenosse ist. Volksgenosse ist, wer deutschen Blutes ist. Ja, damit wäre dann auf einen Schlag ein ganz bedeutender Teil derjenigen, die in Deutschland gelebt haben zu dieser Zeit, von der vollen Rechtsgemeinschaft ausgeschlossen gewesen. Dementsprechend kann man
sich fragen, ob diese Rechtsgedanken von überzeitlicher Geltung wirklich so gute Argumentationsstränge sind. Denn die Vergangenheit hat gezeigt, dass auch die Rechtsgedanken mit vermeintlich überzeitlicher Geltung immer mal wieder in bestimmten historischen Situationen dann ihre Geltung verloren haben oder jedenfalls in der Praxis nicht mehr umgesetzt wurden. Eine Argumentation mit solchen vermeintlich überzeitlichen Rechtsgedanken kann durchaus auch in die Gegenrichtung verkehrt werden. Auch die Auswüchse des nationalsozialistischen Unrechts wurden teilweise mit vermeintlich überzeitlichen Rechtsgedanken begründet, überzeitlich dann allerdings natürlich aus der damaligen Perspektive. Ja, warum sind nun bestimmte Prinzipien normativ verbindlich? Bei induktiv begründeten Prinzipien ist das einigermaßen einfach. Sie werden ja aus dem Gesetz abgeleitet. Sie lassen sich damit auf den Willen des Gesetzgebers bzw. den Geltungsanspruch des Gesetzes zurückführen. Damit sind sie normativ verbindliche Bestandteile des inneren Systems unseres Rechtssystems oder unseres Rechts. Das ist anders bei Prinzipien, die keinen konkreten Bezug zum positiven Recht, zum gesetzten Recht, zum Gesetzesrecht haben. Solche rechtsethischen Prinzipien beanspruchen gerade keine normative Verbindlichkeit. Sie sind oftmals reine Scheinargumente und dienen der offenen oder verdeckten Abkehr vom Gesetz, jedenfalls in manchen Einzelfällen. So sagt zum Beispiel Eva Jakab in der Zeitschrift Rechtstheorie im Jahr 2006, Prinzipien können auch als Korrektiv für das gewünschte Ergebnis benutzt werden, wenn die konkreten Auslegungsregeln nicht dazu führen würden. Negativer gewendet könnte man sagen, Prinzipien können manchen Richtern dazu dienen, das, was der Gesetzgeber vorgeschrieben hat, abzuwandeln, weil sie etwas anderes für sinnvoller halten, wohlgemerkt unter Verstoß gegen das Prinzip der Gewaltenteilung. Man unterscheidet zwischen einem äußeren und einem inneren System des Rechts. Diese Unterscheidung geht zurück auf Philipp Heck, der sie 1932 in seinem Werk Begriffsbildung und Interessenjurisprudenz näher dargelegt hat. Das äußere System ist die Ordnung, welche einer Gedankenmasse im Darstellungsinteresse gegeben ist, so der Wortlaut von Philipp Heck. Das innere System sind dagegen für ihn die sachlichen Zusammenhänge, welche zwischen Sachentscheidungen bestehen. Was heißt das, wenn wir es mit der heutigen Terminologie ausdrücken wollen, dann ist das äußere System die formale Ordnung von Normen und Prinzipien zum Zweck der Darstellung. Das innere System dagegen ist die teleologische Ordnung von Normen und induktiv abgeleiteten Prinzipien, also die innere Folgerichtigkeit. Dass es ein solches inneres System gibt, das über ein einzelnes Gesetz hinausreicht, ist allerdings keine Selbstverständlichkeit. Es ist nämlich durchaus denkbar, dass der Gesetzgeber des einen Gesetzes Ziele verfolgt hat, die mit den Zielen, die er bei Erlass eines anderen Gesetzes vielleicht Jahre später verfolgt hat, nicht konsistent sind. Unproblematischer dagegen ist die Argumentation mit dem äußeren System. Zweck des äußeren Systems ist die übersichtliche Darstellung und Gliederung des Stoffes. Der Stoff wird nach formalen Kriterien gegliedert, entweder durch abstrakt allgemeine Begriffe oder nach bestimmten Sachgebieten. Ein Beispiel für die Gliederung nach abstrakt allgemeinen Begriffen wäre das zweite Buch des BGB, bei dem das Schuldverhältnis als abstrakter Oberbegriff zu sehen ist für schuldrechtliche Beziehungen zwischen zwei und mehr Personen, die dann im Folgenden näher behandelt werden. Das Beispiel für die Ordnung nach Sachgebieten wäre die Zusammenfassung diverser Regelungen aus dem allgemeinen Teil, dem Schuldrecht und den verschiedenen Spezialgebieten unter einem Oberbegriff, beispielsweise unter dem Begriff Verbraucherschutzrecht, wo manche Regelungen des allgemeinen Teils, manche Regelungen des allgemeinen Schuldrechts, manche Regelungen des besonderen Schuldrechts, wie zum Beispiel das Verbraucherdarlehensrecht, sowie Regelungen aus Spezialgesetzen und europäischen Richtlinien drunter zu fassen sind. Weitere Beispiele für eine solche Ordnung nach Sachgebieten wäre das Sachgebiet Arztrecht, das Sachgebiet Sportrecht oder ähnliches. Das äußere System ermöglicht eine Entlastung der Rechtsordnung dadurch, dass allgemeine Teile bestimmte Rechtssätze zusammenfassen, die für eine Vielzahl von Sachverhalten gelten sollen, deswegen sozusagen vor die Klammer gezogen werden. Sie können erkennen das beispielsweise aus dem BGB, wo Sie das erste Buch den allgemeinen Teil haben und dann auch innerhalb des Schuldrechts zunächst den allgemeinen Teil, bevor das besondere Schuldrecht kommt. Auf die Art und Weise wird der Textumfang verringert bei trotzdem gleichbleibender Regelungsdichte. Das Ganze dient also der Übersichtlichkeit. Grundprinzipien werden leichter erkenntlich, weil sie in den allgemeinen Teilen stehen. Umgekehrt
erkennt man auch Ausnahmevorschriften leichter als solche, dadurch, dass sie dann im besonderen Teil abweichende Regelungen treffen. Ein Beispiel ist die Beweislast, die bei einer Pflichtverletzung im Schadensersatzanspruch nach 280 so geregelt ist, dass ausnahmsweise der Schuldner nicht auf Schadensersatz haftet, wenn er die Pflichtverletzung nicht zu vertreten hat. Das ergibt sich aus dieser besonderen, aus dieser Formulierung im zweiten Satz, als Ausnahme zu einem Regelfall. Anders ist es aber beispielsweise im § 619, wo Sie eine Sonderregelung zum Arbeitsvertragsrecht haben für die Haftung des Arbeitnehmers, wann der Arbeitnehmer haftet, inwiefern da ein Vertretenmüssen erforderlich ist. Und da steht drin, abweichend von § 280 Absatz 1 hat der Arbeitnehmer dem Arbeitgeber Ersatz für den aus der Verletzung einer Pflicht aus dem Arbeitsverhältnis entstehenden Schaden nur zu leisten, wenn er die Pflichtverletzung zu vertreten hat. Das klingt jetzt erstmal nicht so viel abweichend von § 280 Absatz 1. Auch hier ist ein Vertretenmüssen vorausgesetzt für den Schadensersatz, genauso wie bei 280 Absatz 1. Nichtsdestotrotz steht bei 619a am Anfang abweichend von § 280 Absatz 1. Dementsprechend muss es hier natürlich eine Abweichung gegenüber der Regelung, der allgemeinen Regelung geben. Und worin die Abweichung liegt, das wird klar, wenn man die amtliche Überschrift mitliest. Die heißt nämlich Beweislast bei Haftung des Arbeitnehmers. Bei § 280 ist das Verschuldenserfordernis als Ausnahme statuiert, in dem statuiert wird, ausnahmsweise muss der Schuldner nicht Schadensersatz leisten, wenn er die Pflichtverletzung nicht zu vertreten hat. Das heißt, wenn das Ganze nicht zu beweisen ist, ob ein Vertretenmüssen vorlag oder nicht, dann geht diese Unsicherheit bei § 280 zu Lasten des Schuldners. Bei § 619a ist das anders, das Regelausnahmeverhältnis. Dort hat der Arbeitnehmer Ersatz nur dann zu leisten, wenn er die Pflichtverletzung zu vertreten hat. Das heißt, hier muss der Arbeitgeber die Pflichtverletzung, das Vertretenmüssen beweisen. Wenn er das nicht kann, wenn es offen bleibt, ob ein Vertretenmüssen vorliegt oder nicht, dann haftet der Arbeitnehmer nicht. Die Auslegung anhand des so verstandenen äußeren Systems kann in Klausursituationen oft hilfreich sein, weil neben dem äußeren System im Regelfall nur der Wortlaut zur Verfügung steht. Sie haben in einer Klausur meistens keine Kenntnisse zur Überlegung des historischen Gesetzgebers. Sie können nicht ohne weiteres herauskriegen, was das beabsichtigte Ziel einer Norm war. Die formale Stellung einer Norm im äußeren System des Gesetzes dagegen, die können Sie ohne weiteres in der Klausur herauskriegen und sie kann Hinweise darauf geben, was Inhalt und Anwendungsbereich der Norm sind. Allerdings soll die Auslegung anhand des äußeren Systems nach allgemeiner Auffassung nur eine eher untergeordnete Bedeutung haben, denn das Gesetz ist äußerlich leider nicht immer so ganz stringent aufgebaut. Das merken Sie beispielsweise daran, dass Sie die AGB-Kontrolle in den Paragraphen 305 folgende geregelt haben. An vielen Universitäten wird das AGB-Recht allerdings im allgemeinen Teil angesprochen. Dort ist es nämlich auch besser aufgehoben in dieser Vorlesung. Denn trotz der systematischen Stellung des AGB-Rechts im Schuldrecht ist man sich völlig einig, auch nach der historischen Absicht des Gesetzgebers, dass das AGB-Recht auch für sachenrechtliche Verträge beispielsweise gilt. Deshalb handelt es sich in der Sache letztendlich doch um Vorschriften des allgemeinen Teils. Hier ist also die äußere Einteilung im allgemeinen Schuldrecht, ja, sorgt mindestens für Verständnisschwierigkeiten. Geht es dagegen um eine Auslegung aus dem inneren System heraus, dann ist damit gemeint, dass grundlegende Wertungen und Prinzipien des jeweiligen Rechtsgebiets berücksichtigt werden sollen. Es geht also um eine Fernwirkung anderer Normen. Beispielsweise hat der Gesetzgeber, seitdem die Insolvenzordnung erschaffen worden ist, die Gesellschaft bürgerlichen Rechts, die BGB-Gesellschaft, durch § 11 Absatz 2 Insolvenzordnung als insolvenzfähig anerkannt. Das wurde dann später von der Rechtsprechung als ein Argument dafür hergezogen, warum die BGB-Gesellschaft auch rechtsfähig sein müsse. Das war im Gesellschaftsrecht sehr umstritten bis zu einer Entscheidung des BGH aus dem Jahr 2001. Hier
hat letztendlich diese Norm aus einem speziellen Gesetz, aus der Insolvenzordnung, ein Argument in einem völlig anderen Rechtsgebiet, nämlich im allgemeinen bürgerlichen Recht oder im Gesellschaftsrecht geliefert. Das war eine Fernwirkung eines grundlegenden Prinzips dieses Rechtsgebiets oder etwas, was jedenfalls der BGH als grundlegendes Prinzip erkannt zu haben glaubte. Allerdings führt diese Auslegung aus dem inneren System dazu, dass die Grenze zwischen Auslegung und Rechtsfortbildung ein bisschen verschwimmt, weil der Rechtsanwender die Grundwertung und Prinzipien selbst herleiten muss. Um auf das konkrete Beispiel nochmal zu sprechen zu kommen, mit § 11 Absatz 2 Insolvenzordnung. Es ist keine Selbstverständlichkeit, dass man das als absolut grundlegendes Prinzip da ansieht. Man hätte durchaus auch argumentieren können, dass gerade die Tatsache, dass es in der Insolvenzordnung geregelt ist, eher dafür spricht, dass es hier um eine Spezialmaterie und keine grundlegende Wertung geht. Auf der anderen Seite hat der BGH sich allerdings bei seiner Entscheidung für die Rechtsfähigkeit der BGB-Gesellschaft auch nicht nur auf § 11 Absatz 2 Insolvenzordnung gestützt, sondern auch noch verschiedene andere Argumente angeführt, sodass die Entscheidung durchaus im Rahmen des Vertretbaren liegt und mittlerweile auch allgemein anerkannt ist. Ein anderes Beispiel für eine Auslegung aus dem inneren System ergibt sich im Strafrecht, wenn es um die Frage geht, ob Strom eine Sache im Sinne des Paragraphen 242 StGB ist, ob also die Entziehung von Strom unter den Diebstahlsparagraphen fällt. Der Wortlaut des 242 Strafgesetzbuch sagt, wer eine fremde bewegliche Sache einem anderen in der Absicht wegnimmt, die Sache sich oder einem Dritten rechtswidrig zuzueignen, wird mit Freiheitsstrafe bis zu 5 Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. Voraussetzung ist hier insbesondere, dass der entzogene Strom eine Sache sein muss. Und wenn wir die Sachdefinition des BGB zugrunde legen, dann wäre ganz klar, dass Strom keine Sache ist, denn im BGB heißt es in Paragraph 90, Sache im Sinne des Gesetzes sind nur körperliche Gegenstände und das ist beim Strom natürlich nicht der Fall. Allerdings genügt der bloße Verweis auf Paragraph 90 BGB aus Gründen des äußeren Systems nicht, um den Diebstahl von Strom aus Paragraph 242 auszuschließen. Es wäre nämlich insbesondere noch darzulegen, warum Paragraph 90 BGB auch im Strafrecht Anwendung findet, denn Paragraph 90 ist ja eine Regelung, die sich nach ihrer Stellung im äußeren System im BGB findet und dementsprechend so zu lesen sein könnte, als stünde da Sache im Sinne dieses Gesetzes, Sache im Sinne des BGB sind nur körperliche Gegenstände. Überzeugender ist es deshalb nicht aus dem äußeren System zu argumentieren und zu sagen, wir haben eine Legaldefinition für Sachen, also sind Sachen nur körperliche Gegenstände, denn wie gesagt, diese Legaldefinition gilt unproblematisch nur für das BGB. Aber man könnte stattdessen aus dem inneren System des Strafgesetzbuchs argumentieren und darauf verweisen, dass die Entziehung von Strom gesondert geregelt ist in 48c Strafgesetzbuch. Paragraph 248c Strafgesetzbuch, überschrieben mit Entziehung elektrischer Energie, regelt in Absatz 1, wer einer elektrischen Anlage oder Einrichtung fremde elektrische Energie mittels eines Leiters entzieht, der zur ordnungsgemäßen Entnahme von Energie aus der Anlage oder Einrichtung nicht bestimmt ist, wird, wenn die Handlung in der Absicht begeht, die elektrische Energie sich oder einem Dritten rechtswidrig zuzueignen, mit Freiheitsstrafe bis zu 5 Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. Und hier kann man jetzt aus dem inneren System natürlich unproblematisch argumentieren, das hat sich durchaus auch der historische Gesetzgeber damals so gedacht, dass § 248c Strafgesetzbuch vollkommen unnötig wäre, wenn die Entziehung elektrischer Energie schon unter § 242 Strafgesetzbuch mit exakt derselben Strafandrohung subsumiert werden könnte. Strom ist also im Ergebnis keine Sache im Sinne des Paragraphen 242 Strafgesetzbuch, wie sich aus dem inneren System der Paragraphen 242 folgende StGB ergibt. Die Auslegung aus dem inneren System hat meist eine sehr hohe Überzeugungskraft und deshalb eine große Bedeutung, sofern sich denn für die Einzelfrage überhaupt eine Einheit im Sinne eines inneren Systems begründen lässt. Warum hat diese Auslegung aus dem inneren System so eine große Bedeutung, so eine hohe Überzeugungskraft? Das ergibt sich vor allem daraus, dass die innere Systematik des Gesetzes Aufschluss über die Regelungsabsichten und Interessenbewertung des Normsetzers geben kann. Beispielsweise hat die Systematik bei 242 und 248c Strafgesetzbuch ganz klar ergeben, dass der historische Gesetzgeber den Stromdiebstahl in Anführungszeichen nicht unter den normalen Diebstahlsparagraphen packen wollte.
Deshalb setzt sich die Argumentation aus der inneren Systematik des Gesetzes aus Sicht einer subjektiven Theorie der Gesetzesauslegung meist gegenüber einem entgegenstehenden Wortlaut durch. Die innere Systematik ist auch aus Sicht der, oder auch und gerade aus Sicht der subjektiven Auslegung ein sehr zentrales Argument. Eine nur vermeintliche Auslegungsregel, die sich aus der Systematik des Gesetzes ergeben soll, ist der Satz Singularia non sunt extendenda oder zu Deutsch Ausnahmevorschriften sind eng auszulegen. Ausnahmevorschriften sind nicht analogiefähig. Das hört man ziemlich oft, das liest man in einer unglaublichen Masse an Urteilen. Allerdings ist die Methodenlehre da ganz anderer Auffassung. Die kritisiert diesen Satz und diese Annahme, dass Auslegungsregeln eng auszulegen seien. Besonders kritisch war Heck, er sagte, die Formel hat daher gar keinen Wert, weder einen normativen noch einen heuristischen. Sie wirkt im besten Fall als hermeneutische Eselsbrücke. Ähnlich kritisch, kaum eine verfehlte Regel hat so viel Unheil gestiftet, heute darf dieser Satz als überholt gelten, so Canaris. Oder Markus Würdinger in der Jus vor einem guten Jahrzehnt, Studierende sollten diese angebliche Regel in der Falllösung meiden. Sie steht nämlich nicht im Einklang mit der herrschenden Meinung im methodenwissenschaftlichen Schrifttum. Die Annahme, Ausnahmevorschriften seien zwingend eng auszulegen, ist schon deshalb verfehlt, weil der Gesetzgeber eine Regelungstechnik durch Regel und Ausnahme in vielen Fällen oft nur verwendet, um die Beweislastverteilung klarzustellen. Ein Beispiel dazu hatten wir eben schon mit § 280, wo es heißt, verletzt der Schuldner eine Pflicht aus dem Schuldverhältnis, so kann der Gläubiger Ersatz des hierdurch entstehenden Schadens verlangen. Und dann kommt das, was nach der Formulierung des Gesetzeswortlauts eine Ausnahme ist. Dies gilt nicht, wenn der Schuldner die Pflichtverletzung nicht zu vertreten hat. Aber Paragraph 280 Absatz 1 Satz 2 regelt im Wesentlichen die Beweislast. Hier haben wir zwar nach der Regelungstechnik eine Ausnahme zu dem Grundsatz des Satzes 1, dass eine Pflichtverletzung zu einer Schadensersatzpflicht führt. Trotzdem gibt es überhaupt nicht den geringsten Grund, Paragraph 280 Absatz 1 Satz 2 eng auszulegen. Das Regelausnahmeverhältnis dient hier schlicht und ergreifend nur der Klarstellung der Beweislast, denn derjenige, der sich darauf beruft, dass ihn keine Pflichtverletzung trifft, der hat das nach Paragraph 280 Absatz 1 Satz 2 zu beweisen, weil es eben nach der gesetzlichen Konzeption der Ausnahmefall sein soll. Ob eine Ausnahmeregelung auch materiell eine Ausnahme darstellt von einer allgemeinen Regel, kann immer erst das Ergebnis einer Auslegung der Ausnahmeregelung sein. Wenn man diese Auslegung von vornherein möglichst eng vornimmt, dann stellt das letztendlich eine Vorwegnahme des Ergebnisses dar, die sachlich nicht gerechtfertigt ist. Auch Ausnahmevorschriften können analogiefähig sein. Entscheidend ist immer, ob die Voraussetzungen einer Analogie vorliegen. Eine Analogie setzt voraus, dass wir eine planwidrige Regelungslücke haben und dass der geregelte und der nicht geregelte Fall in den wesentlichen Punkten vergleichbar sind. Entscheidend ist deshalb, ob der geregelte und der nicht geregelte Fall dermaßen vergleichbar sind, dass eine unterschiedliche Behandlung beispielsweise schon einen Verstoß gegen den Gleichheitsgrundsatz darstellen würde, dann müsste man wohl sogar zu einem Analogieschluss greifen. Kleines Beispiel dazu, der Mieter M mietet sich bei Vermieter V ein Wohnmobil, mit dem er mit seiner Familie 2 Wochen der Sommerferien in Südfrankreich verbringen will. Aufgrund zahlreicher mangelbedingter Pannen bricht er die Reise schon nach 3 Tagen ab, kurz hinter der französischen Grenze, und fragt sich, ob er Schadensersatz wegen nutzlos aufgewendeter Urlaubszeit verlangen kann. Die sonstigen Schadensersatzvoraussetzungen müssen natürlich vorliegen, aber die Frage ist, ob nutzlos aufgewendete Urlaubszeit eine passende Schadensposition ist. Sie kennen bereits § 253 Absatz 1 BGB. Wegen eines Schadens, der nicht Vermögensschaden ist, kann Entschädigung in Geld nur in den durch das Gesetz bestimmten Fällen gefordert werden. Und für die entgangenen Urlaubsfreuden, für die nutzlos aufgewendete Urlaubszeit, finden wir so eine allgemeine Regelung im Gesetz nicht. In einer Klausur würden Sie also auf der Rechtsfolgenseite darlegen, dass der Schadensumfang und die zu ersetzenden Posten sich nach § 249 folgende BGB richten und dass es sich bei der nutzlos aufgewendeten Urlaubszeit um einen immateriellen Schaden handelt, der nach § 253 Absatz 1 grundsätzlich nicht im Wege des Geldersatzes ersatzfähig ist.
Die Voraussetzung des § 253 Absatz 2, unter denen ausnahmsweise ein immaterieller Schaden zu ersetzen ist, also beispielsweise beim Schmerzensgeld, liegen hier offenbar nicht vor. Das Zwischenergebnis wäre also, dass ein Anspruch auf Ersatz wegen der nutzlos aufgewendeten Urlaubszeit nicht besteht. Ja, wo kommt es jetzt zu unserer Frage der Analogie? Man könnte jetzt überlegen, ob hier möglicherweise eine planwidrige Regelungslücke besteht und die Regelung des § 651n Absatz 2 BGB entsprechend anwendbar ist. 651n Absatz 2, da geht es um Schadensersatzansprüche im Pauschalreiserecht. Also wenn Sie eine Mehrheit von Reiseleistungen buchen und dann Schadensersatz wegen einer Pflichtverletzung, wegen eines Reisemangels geltend machen wollen. Dann sagt 651n Absatz 2, wird die Pauschalreise vereitelt oder erheblich beeinträchtigt, kann der Reisende auch wegen nutzlos aufgewendeter Urlaubszeit eine angemessene Entschädigung in Geld verlangen. Also hier beim Pauschalreisevertrag haben wir einen Schadensersatzanspruch in Geld für nutzlos aufgewendete Urlaubszeit. Allerdings ist § 651n Absatz 2 auf unseren Beispielsfall nicht direkt anwendbar. Unser Beispielsfall war ein mietvertraglicher Fall, bei dem ein Wohnmobil angemietet wurde. Beim Pauschalreisevertrag heißt es dagegen 651a Absatz 1 Satz 1, durch den Pauschalreisevertrag wird der Unternehmer, in Klammern Reiseveranstalter, verpflichtet, dem Reisenden eine Pauschalreise zu verschaffen. Und dann heißt es weiter, eine Pauschalreise ist eine Gesamtheit von mindestens zwei verschiedenen Arten von Reiseleistungen für den Zweck derselben Reise. Das haben wir hier, wo nur ein Wohnmobil vermietet wurde, nicht, sodass eine unmittelbare Anwendung von 651n Absatz 2 BGB ausscheidet. Ja, Analogie, ja oder nein? 651n Absatz 2 ist ganz sicherlich eine Ausnahme vom Grundsatz der fehlenden Ersatzfähigkeit immaterieller Schäden, wie es in § 253 Absatz 1 geregelt ist. Damit haben wir eine Ausnahmevorschrift und zum Teil wird daher die Analogie unter Verweis auf den Ausnahmecharakter von 651n Absatz 2 BGB abgelehnt. Überzeugender und richtiger erscheint es mir, in jedem Fall zu prüfen, ob die Voraussetzungen für die Analogie vorliegen, planwidrige Regelungslücke und vergleichbare Interessenlagen. Wenn beides gegeben ist, dann spricht nichts dagegen, auch zu einer Ausnahmevorschrift eine Analogie zu bilden. In unserem Fall fehlt es nach Herrschner Meinung schon an der planwidrigen Regelungslücke, denn der Gesetzgeber hat § 651n BGB ganz bewusst nur für Pauschalreiseverträge, also Verträge über eine Gesamtheit von Reiseleistungen, eingeführt. Die Ablehnung der Analogie ist also in diesem Fall richtig, aber die Begründung mit dem Ausnahmecharakter überzeugt nicht. Es sind nämlich durchaus Verträge denkbar, die insgesamt so pauschalreisevertragsähnlich sind, dass das Pauschalreisevertragsrecht analoge Anwendung finden sollte. Stellen Sie sich beispielsweise einen Urlaub im Ferienhaus als veranstaltermäßig erbrachte Einzelreiseleistung vor, da könnte man durchaus mit Fug und Recht argumentieren, dass hier kein wesentlicher Unterschied ist, warum dann denn bei der normalen Pauschalreise ein Ersatz in Geld wegen entgangener Urlaubsfreuden, wegen nutzlos aufgewandter Urlaubszeit ermöglichen soll. Dagegen bei der Vermietung eines solchen Ferienhauses als Einzelleistung nicht. Damit verlassen wir die systematische Auslegung und kommen zu etwas, was zwar so ähnlich klingt, aber tatsächlich etwas deutlich anderes ist, zur sogenannten systemkonformen Auslegung. Was ist denn systemkonforme Auslegung? Es geht um eine Auslegung anhand einer übergeordneten Rechtsregel. Ein Beispiel dafür wäre die verfassungskonforme Auslegung als systemkonforme Auslegung des einfachen Rechts. Auch die richtlinienkonforme Auslegung des nationalen Rechts wäre systemkonforme Auslegung, weil hier die Regelung so ausgelegt wird, dass sie insgesamt in das System passt, insgesamt systemkonform ist. Was hat es mit verfassungs- und richtlinienkonformer Auslegung auf sich? Zur verfassungskonformen Auslegung sagt das Bundesverfassungsgericht, das Gebot verfassungskonformer Auslegung verlangt von mehreren möglichen Normdeutungen, die teils zu einem verfassungswidrigen, teils zu einem verfassungsmäßigen Ergebnis führen, diejenige vorzuziehen, die mit dem Grundgesetz in Einklang steht.
Richtlinienkonforme Auslegung funktioniert ähnlich. Die nationalen Gerichte müssen nämlich bei der Anwendung des innerstaatlichen Rechts dieses so weit wie möglich anhand des Wortlauts und des Zwecks der fraglichen Richtlinie auslegen, um das in ihr festgelegte Ergebnis zu erreichen. Damit ist Voraussetzung einer systemkonformen Auslegung, dass eine auszulegende Norm mehrdeutig ist, dass also verschiedene mögliche Deutungen der Norm denkbar sind. Mindestens eine der möglichen Auslegungen muss gegen höherrangiges Recht bzw. gegen eine Richtlinie verstoßen. Umgekehrt muss mindestens eine weitere Auslegung mit höherrangigem Recht vereinbar sein oder mit der Richtlinie vereinbar sein. Die systemkonforme Auslegung setzt damit erst dann ein, nachdem die Norm anhand der klassischen Kriterien ausgelegt wurde und diese Auslegung zu dem Ergebnis kam, dass mehrere Auslegungsergebnisse möglich sind, so die überwiegende Auffassung. Erst dann ist Platz für die systemkonforme Auslegung. Die Rechtsfolge der systemkonformen Auslegung ist, dass alle Auslegungsergebnisse, die gegen höherrangiges Recht bzw. gegen eine Richtlinie verstoßen, aus der weiteren Arbeit mit der Norm ausgeschlossen werden. Es wird also mit den Worten von Skouris, dem ehemaligen Präsidenten des Europäischen Gerichtshofs, eine qualifizierte Teilnichtigkeit angenommen. Teilnichtig, weil nicht alle Auslegungsergebnisse gestrichen werden, sondern nur bestimmte Auslegungsergebnisse. Gleichzeitig wird aber die Norm als solche erhalten. Sie wird davor geschützt, dass sie als verfassungswidrig angesehen wird oder als unanwendbar wegen fehlerhafter Richtlinienumsetzung. Stattdessen bleibt die Norm erhalten und nur bestimmte denkbare Auslegungsergebnisse werden ausgeschlossen. Ein Beispiel zu einer systemkonformen Auslegung nach Lüdemann. Wenige Minuten nachdem die NATO sich überraschend entschlossen hat, Bodentruppen nach Libyen zu entsenden, haben sich spontan 500 Menschen vor dem Kölner Dom versammelt, um gegen diese von ihnen sogenannte Kriegshetzerei zu demonstrieren. Und die Frage war, ob die Versammlung rechtswidrig war, weil sie nicht angemeldet war. Denn § 14 Versammlungsgesetz sagt, wer die Absicht hat, eine öffentliche Versammlung unter freiem Himmel zu veranstalten, hat dies spätestens 48 Stunden vor der Bekanntgabe der zuständigen Behörde anzumelden. In der Anmeldung ist dann auch anzugeben, welche Person für die Leitung der Versammlung verantwortlich sein soll. Und die Frage war, ob eine solche Anmeldepflicht auch für sogenannte Spontanversammlungen gelten kann, bei denen diese 48-Stunden-Frist per se nicht einzuhalten ist, weil die Versammlung zu kurzfristig organisiert wird. Zunächst mal legt man § 14 Absatz 1 Versammlungsgesetz ganz klassisch aus. Der Wortlaut sagt nicht so wahnsinnig viel. Das Wort Versammlung kommt drin vor, ohne jede Einschränkung. Das spricht eher dafür, dass § 14 Absatz 1 auch für Spontanversammlungen gilt. Auf der anderen Seite enthält der Wortlaut die Worte, wer die Absicht hat. Das setzt eine bestimmte Planung voraus und spontane Entschlüsse werden nicht geplant. Das spräche vielleicht eher dafür, Spontanversammlungen von der Geltung des § 14 Absatz 1 auszunehmen. Die Systematik lässt sich auch heranziehen. § 14 Absatz 2 setzt einen Leiter der Versammlung voraus. Einen solchen gibt es aber bei Spontanversammlungen in der Regel nicht. Das heißt, wir haben das Zwischenergebnis, dass § 14 Absatz 1 Versammlungsgesetz verschiedene Auslegungsmöglichkeiten zulässt. Das Bundesverfassungsgericht hat dazu entschieden, dass § 14 Absatz 1 verfassungskonform ist, aber dass eine verfassungskonforme Auslegung für den Fall erforderlich sei, dass sich einzelne Gruppen oder Personen außerstande sehen, eine Gesamtanmeldung oder Gesamtleitung vorzunehmen, insbesondere bei Spontanversammlungen. Hier wurde also die Auslegungsmöglichkeit, die ganz oben hier auf der Folie zu sehen ist, dass wegen des Wortlauts Versammlung ohne Einschränkung 14 Absatz 1 Versammlungsgesetz für jede Versammlung gelten müsse, verfassungskonform ausgelegt. Es wurde diese erste Auslegungsmöglichkeit gestrichen, weil sie mit der Verfassung nicht vereinbar sei. Der erste Schritt des Urteils des Bundesverfassungsgerichts war die Auslegung des § 14 Absatz 1 Versammlungsgesetz nach den herkömmlichen Auslegungskriterien. Dann wurde als Zwischenergebnis festgestellt, dass die Norm mehrdeutig ist, dass es mehrere vertretbare oder denkbare Auslegungsmöglichkeiten gibt. Und dann wurden in einem zweiten Schritt die möglichen Auslegungsergebnisse auf ihre Verfassungskonformität überprüft, insbesondere auf die Vereinbarkeit mit Artikel 8 Grundgesetz, auf ihre Vereinbarkeit mit der Versammlungsfreiheit. Der dritte Schritt war dann die Verwerfung aller verfassungswidrigen Auslegungsergebnisse mit dem Ergebnis,
einer verfassungskonformen Auslegung von § 14 Absatz 1 Grundgesetz, eine verfassungskonformen Auslegung von 14 Absatz 1 Versammlungsgesetz. Die verfassungskonforme Auslegung ist jedenfalls aus Sicht der subjektiven Theorie der Gesetzesauslegung keine Auslegung im eigentlichen Sinne mehr, sondern ein Instrument zur Auflösung von Normenkollisionen. Denn ihr Ziel ist nicht die Ermittlung des Normzwecks, wie die Auslegung das anstrebt, sondern sie will vielmehr Verstöße gegen höherrangiges Recht bzw. gegen europäische Richtlinien vermeiden. Wieso sind jetzt Normen systemkonform auszulegen? Dabei ist zwischen zwei Arten der systemkonformen Auslegung zu unterscheiden, die einen unterschiedlichen Geltungsgrund haben. Zum einen kann Geltungsgrund der systemkonformen Auslegung der Verstoß gegen, beim Verstoß gegen höherrangiges Recht sein, dass einerseits die Einheit der Rechtsordnung dafür streitet, dass die Norm verfassungs- oder primärrechtskonform auszulegen ist, und zusätzlich der Grundsatz der Normerhaltung. Es soll also lieber die Norm mit einem möglichen Ergebnis erhalten bleiben, als dass man die Norm insgesamt als wegen Verstoßes gegen das höherrangige Recht unzulässig ansieht und damit als nichtig ansieht. Man spricht auch vom sogenannten Favor legis, also im Zweifel für die Erhaltung der Norm. Wenn dagegen nicht unmittelbar gegen höherrangiges Recht verstoßen wird, sondern nur gegen Recht, was umzusetzen ist, also insbesondere bei der richtlinienkonformen Auslegung, ist Geltungsgrund die Umsetzungspflicht des Mitgliedstaates, die alle Organe des Mitgliedstaates trifft, auch die Gerichte. Dagegen nach einer verbreiteten Auffassung nicht der Umsetzungswille der Gesetzgebung, das ist aber im Einzelnen umstritten. Was unterscheidet jetzt die systemkonforme von der systematischen Auslegung? Die systematische Auslegung ist Ermittlung der inhaltlichen Beeinflussung einer Norm durch eine andere, sei diese nun höherrangig, gleichrangig oder sogar niederrangig. Es gilt auch bei der sogenannten verfassungsorientierten Auslegung. Grundentscheidungen der Verfassung werden im Rahmen der Auslegung und Anwendung des einfachen Rechts, beispielsweise bei Generalklauseln und unbestimmten Rechtsbegriffen, berücksichtigt. Man spricht von der Ausstrahlungswirkung der Grundrechte bzw. von den Grundrechten als objektiver Wertordnung. Das hat das Bundesverfassungsgericht ganz grundlegend ausgeführt im Lüth-Urteil. Es ging da um einen Boykottaufruf und um die Frage, ob dieser Boykottaufruf eine vorsätzliche sittenwidrige Schädigung im Sinne des § 826 BGB ist. Dabei konnte der Boykottaufruf von der Meinungsfreiheit desjenigen, der da aufgerufen hat, gedeckt sein. Die Generalklausel wurde sozusagen zum Einfallstor für Grundrechte ins Zivilrecht. Die sittenwidrige Schädigung im Sinne des § 826 ist eine solche Generalklausel. Die Sittenwidrigkeit ist ein offener Rechtsbegriff. Da dementsprechend die Rechtsprechung die Ergebnisse bestimmter grundrechtlichen Überlegungen ins Zivilrecht rezipieren. Man spricht auch von einer mittelbaren Drittwirkung der Grundrechte. Grundrechte wirken nicht unmittelbar zwischen Privaten, aber eine mittelbare Drittwirkung von Grundrechten zwischen Privaten ist zumindest von vielen anerkannt. Was passiert, wenn zwei gesetzliche Regeln einander widersprechen? Wir brauchen da eine Kollisionsregel, die bestimmt, welche der Regeln vorrangig anzuwenden ist oder welche Regel Vorrang hat. Im Regelfall führt der Verstoß dazu, dass eine Regel dadurch unwirksam wird, dass sie gegen eine höhere Reinigung oder gegen eine andere Norm verstößt. Eine Kollisionsregel ist die Regel, dass die höherrangige Norm der niederrangigen vorgeht, mit dem lateinischen Ausdruck lex superior derogat legi inferiori. Ein Beispiel dafür ist Artikel 31 Grundgesetz, Bundesrecht, Landesrecht. Diese Regelung ist dann relevant, wenn sämtliche Auslegungen der höherrangigen Norm widersprechen und also eine systemkonforme Auslegung der niederrangigen Norm nicht möglich ist. Das ist letztendlich eine Ausprägung des Stufenbaus der Rechtsordnung und dieser Grundsatz, dass die höherrangige Norm vorgeht, geht dem Spezialitätsgrundsatz, die speziellere Norm geht vor und dem Lex posterior und Grundsatz, die ältere Norm geht vor. Im Zweifel geht es erstmal um die Frage der Superiorität oder Inferiorität.
Eine weitere Kollisionsregel ist die Regel lex specialis derogat legi generali. Die speziellere Norm geht der allgemeineren vor. Das ergibt sich aus einer systematischen Auslegung des Gesetzes und der Geltungsgrund dieser Kollisionsregel ist letztendlich der Wille des historischen Gesetzgebers. Außerdem kennen wir die Kollisionsregel, dass die spätere Norm der früheren vorgeht. Lex posterior derogat legi priori. Bei dieser Kollisionsregel ist Geltungsgrund ebenfalls der Wille des Gesetzgebers, denn das Wollen eines bestimmten Verhaltens umfasst gleichzeitig das Nichtwollen des gegenteiligen Verhaltens. Wenn also der Gesetzgeber etwas wollte und das einer früheren Regelung im Gesetz widerspricht, dann wollte er damit offensichtlich die frühere Regelung überspielen, vielleicht sogar aufheben.